Kontext 21. Die Arbeit, der Wert, die Krise. Zweiter Teil. Im ersten Teil dieser Sendung haben wir die Vorträge dokumentiert, die Moshe Poston von der University of Chicago, Ernst Lohoff von der Zeitschrift Krisis und Joachim Bruhn von der Initiative Sozialistisches Forum bei der Veranstaltung Was ist der Wert der Arbeit? Am 18. Juli in der Berliner Humboldt-Universität gehalten haben. Im Folgenden bringen wir in leicht gekürzter Fassung die sich an die Vorträge anschließende Diskussion, die von Clemens Nachtmann von der Zeitschrift Bahamas moderiert wurde. Zum Beginn der Diskussion am Podium antworten Lohoff und Poston auf Bruns Einwand, dass bei Ihnen die Unterscheidung zwischen Theorie und Kritik zu kurz komme. Also, mir kommt es ein bisschen jetzt als, was der Jochen an Anwürfen hat, teilweise etwas als Popans Konstruktion vor. Also wenn er uns darüber belehrt, zum Beispiel, dass man den Marx nicht einheitlich nehmen kann, dann leuchtet da erstmal offene Türen ein. Also der Moshe hat ja selber auf die Notwendigkeit einer Historisierung hingewiesen und einer Differenzierung auch im Marxischen Werk. Er sieht diese Differenzierung zwischen dem späten und dem frühen Marx. Bin nicht so sicher, ob man diese Differenzierung in diesem Sinne ziehen kann oder denke eher, dass man Momente findet im sogenannten reifen Werk von Marx, die durchaus die Lesweise der Arbeiterbewegung legitimieren und ihr Vorschub geleistet haben. Insofern lese ich weder Moshe Postons Versuch noch unsere eigenen Sachen als Wiederherstellung des ganzen Marx. Ich finde es auch amüsant, insofern als ich glaube, das letzte Mal wir von euch attackiert worden sind wegen dieser Einführung des doppelten Marx. Jetzt kommt es genau andersrum. Wir sind die Einheitlichkeit des Marxischen Werkes behaupten. Anderer Punkt, wo Gespenst aufgemacht wird, ist diese Belehrung, dass Kapitalkritik zugleich Kritik der Denkform ist. Der Gedanke ist mir nicht so ganz fremd und neu. Die Frage ist nur, spiele ich die Erklärung der Denkformen, wo Ideologiekritik ein Teil davon ist, spiele ich das aus gegen die Analyse des verobjektivierten Prozesses oder versuche ich das in ihrem Zusammenhang zu begreifen? Ist Ideologiekritik alles oder ist Ideologiekritik ein Teil der Analyse der fetischistischen Wirklichkeit? Moshe Poston? Es geht mir nicht darum, die Authentic Marx. Es ist eine Frage, ob man der Kritik der politischen Ökonomie neu rekonstruieren kann in einer Weise, die in sich konsistent sei. Und ich finde es sehr verwirrend, dass man auf die eine Seite redet von das undenkbare Gegenstandes, und dann aber redet von der Notwendigkeit, einen Zusammenhang zwischen Erkenntniskritik und Kapitalkritik zusammenzudenken, ohne dabei zu reflektieren, dass das heißt, dass irgendwie man hat einen Begriff von Kapital, um das überhaupt tun zu können. Und ich habe versucht, den Begriff des Kapital neu zu denken und anders als John Rethel. Das heißt nicht, weil ich finde, John Rethels Begriff von Kapital ist mir sehr traditionalistisch. Und das heißt nicht, dass deshalb man nimmt nicht diesen Anspruch auf, dass man versucht, Erkenntniskritik und Kapitalkritik zusammenzudenken. Aber man kann es nicht einfach als Formel darstellen, zum Beispiel ohne zu denken, dass vielleicht der adornitische Position selber kann verstanden werden bezüglich seiner historischen und theoretischen Bedingungen. Adorno steht auch nicht außerhalb Geschichte. Die einzige Frage ist, ob man irgendwie einen Begriff dieser Formen hat, die eigene Position auch mit erklären kann. Und ich denke, dass obwohl, ich muss sagen, ich war mit Ernst Lohoffs Betonung von Zusammenbruchstheorie nicht einverstanden,
Aber lassen wir das beiseite. Ich fand, dass er hat es die Frage richtig gestellt, zum Beispiel, wenn man denkt, dass, was ich genannt habe, traditioneller Marxismus wirklich nicht mehr adäquat ist, es gibt immer noch eine Frage, wieso ist es der dominante Denkform des Arbeiterbewegung und so weiter gewesen? Und wie, was sind die Bedingungen, dass man es anders heute denken könnte? Und das sind historisch erkenntnistheoretische Fragen. Und ich finde sie ganz legitim. Und ich finde, oder mindestens wenn ich verstehe, diese Kritikpunkte, Joachim, die du mitgebracht hast, für mich gab es eine Metaphysik der Erkenntniskritik. Und jetzt, ich versuche das ein bisschen weiter auszuführen. Du hast gesagt zum Beispiel, dass der Marx benutzt theologisierende Metaphern. Man kann es auch anders verstehen. Das heißt, dass Marx hat versucht, der theologische Denkweise selber jetzt gesellschaftlich zu begründen. Und deshalb die Metaphern. Nicht, dass er denkt, dass es ein undenkbarer Gegenstand sei, aber versucht zu zeigen, wieso es gibt eine gesellschaftliche Form, die doch diesen Skandalcharakter hat, die eine bestimmte Denkweise dann ermöglicht. Das für mich ist ein gewisser Grad von Erkenntniskritik und es ist nicht, dass Marx plötzlich eine kantische Ding an sich hat und man nennt es Kapital. Weil ich denke, dass wenn wir so, oder vielleicht ich habe missverstanden, aber irgendwie die Frage von Praxis, das heißt Erkenntniskritik, kann nicht losgelöst werden von irgendwelcher Verständnis von was heißt Kapital eigentlich und deshalb, was sind die Bedingungen der Möglichkeit seiner Aufhebung. Brun erläutert nochmals seine Kritik. Ich will nochmal den Standpunkt stark machen, dass das, was Marx mit den theologisierenden Metaphern im Kapital sagt, tatsächlich auf eine Sache verweist, die in der Struktur des Gegenstandes drin ist. Marx diskutiert ja am Anfang immer verschiedene, also immer Antinomien. Er zeigt ja, dass das gesamte ideologische Denken, die objektiv notwendigen Denkformen über das Gesellschaftliche immer in antinomischer Form verlaufen. Wer über das Geld nachdenkt, ist entweder ein Nominalist, oder er ist Anhänger einer metalistischen Geldlehre. Das eine oder das andere. Und die marxische Methode funktioniert nun so, zu zeigen, dass der Gegenstand einer ist, der sich selbst in dieser Entweder-oder-Struktur darstellt. Aber etwas, was sich selbst als etwas darstellt, das im Jenseits einer logischen, Differenzierung ist, das muss ja an sich selbst eines besonderen Wesens sein. Es ist etwas mit sich Identisches, das sich als das an sich selbst nicht Identische setzt. Das ist das, was man gemeinhin mit dem Wort Dialektik irgendwie bezeichnet, aber meistens so ganz als Positive nicht fassen kann. Das Kapital ist eine an sich selbst dialektische, und zwar negativ-dialektische Struktur, die sich dem erkennenden Bewusstsein darbietet in der Gestalt eines Entweder-Oder, in der Gestalt von logischen Antinomien. Diese logischen Antinomien finden wir in der Argumentation aller Marxisten wieder, wenn sie von Risiken und Chancen sprechen, wenn sie den Prozess der Geschichte auf einerseits und andererseits denunzieren. Das ist die Unfähigkeit zum synthetischen Urteil, das diese Antinomien aufhebt. Das ist die Basisform, sage ich mal mit Ernst Lohof, die Basisform des Ideologischen, dass das Denken auf eine Logik drängt, dort wo eine Logik an sich selbst sachlich betrachtet gar nicht möglich ist. Ich will jetzt nicht darüber groß noch mich verbreiten, inwieweit also dieses Kapitalverhältnis wirklich eine Struktur ist, die sich an sich selbst begründet und deswegen auch mit einer Theologiekritik von Marx gefasst. Also möchte ich noch auf einen Satz hinweisen, oder auf ein Problem hinweisen, nämlich das mit der Realabstraktion. Wie kann gedacht werden, dass ein gesellschaftliches Verhältnis
reine Relation sich als Ding darstellt. Da behelfen wir uns am meisten mit der Formulierung von Naturalisierung, Enthistorisierung, auch Formulierungen, die Postone gebracht hat. Das Kapital stellt sich selber als ein sachliches Verhältnis, als ein naturales Verhältnis dar. Aber diese Darstellung ist ja nicht einfach nur ein Schein, sondern diese Darstellung ist im Geld eine handgreifliche Wirklichkeit. Hier wird wirklich das, was die Philosophie immer versucht hat zu denken, getan. Nämlich die Totalität wird noch einmal in sich selbst repräsentiert, im Geld als Sache und dann im Kapital als einer Bewegung. Das ist das Problem, was gedacht werden muss, denke ich. Und da kommen wir meines Erachtens nicht so sehr weit, wenn wir einen, finde ich jetzt, konkretistischen Begriff abstrakter Arbeit pflegen, wie er bei der Krisisgruppe herrscht. Und ich will mal ein bisschen Werbung machen, dass die neue Kritik der Krisisgruppe für uns gerade erschienen ist. Teuer ist es nicht. Ne? Und das ist auch ein Verständnis von abstrakter Arbeit, was wir auch aus gewissen Passagen der Ausführungen von Moshe Postone herauszuhören zu sein scheint. Postone und Lohoff antworten Brunn. Ich wollte nicht mindestens sofort wissen, wie ein Begriff von abstrakter Arbeit aus gesellschaftlich vermittelnden Tätigkeit konkretistisch sei. Ich weiß nicht, wie man Vermittlung als konkretistisch so abtun kann. Ich bin mit ein paar Sachen, was du gesagt hast, total einverstanden, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass es geht nicht, wenn man redet von objektive, notwendige Denkformen und man zitiert eine Kritik, der zeigt eigentlich, dass beide Seiten, sagen wir der nominalistische, wie auch die metallistische Begriffe von Geld, beide einseitig seien. Das heißt, dass es muss irgendwelche Standpunkt geben, aus dem man diese Denkformen so erklären kann. Sonst bleibt man selber verhaftet und man kann solche Statements über die Antinomie nicht mehr machen. Und das heißt eigentlich, wenn Marx redet von Nominalismus und Metallismus, er sagt, dass bis zu einem gewissen Grad des Kapitalsentwicklung ist das notwendig. Nach dieser Zeit gibt es aus der widersprüchlichen Struktur des Kapitals selber die Möglichkeit, die erkenntniskritische Möglichkeit, das wiederum zu relativisieren und es als Antinomie zu verstehen. Und das heißt, was fehlt für mich, vielleicht ich habe es nicht verstanden, was fehlt bei mir in deiner Ausführung, ist, wie jemand kann objektive, notwendige Denkformen sagen und gleichzeitig das Ganze kritisieren. Irgendwie das geht nicht. Das heißt, der Kritik muss auch die Bedingungen der Möglichkeit der Kritik einschließen. Also wenn ich immer Schwierigkeiten habe, und ich habe das zwar schon mehrfach gehört, aber auch noch nicht verstanden, ist eben dieser Evergreen der Gegenüberstellung von Kritik versus Theorie, ob Marx eine Kritik geliefert hat oder eine Theorie. Die Antwort ist eine kritische Theorie, schlicht und einfach. Und beides lässt sich nicht voneinander trennen. Also diese Dichotomie, die da aufgemacht wird von Urteil und Erklärung, die hat, finde ich, sehr uneinleuchtend und eigentlich eher dem bürgerlichen abstrakten Aufklärungsdenken verpflichtet. Das sich jetzt hinstellt und schlecht oder gut urteilt. Die Verurteilung des Kapitalismus und seiner Formen ist identisch mit ihrer Erklärung. Also ich weiß nicht, also wir mussten ja in der letzten konkret lesen, dass ihr den Zusammenbruch auf weitere 60 Jahre verschoben habt. Ne? Und dann ist mir das mit Erklärung bestehen, also ist mir daraus gar nicht verständlich. Ich finde, um es mal ganz grob zu sagen, ne, was Krisis macht, ist einfach eine ganz arbeiterbewegungsmarxistisch-klassische Rationalisierung des Kapitalverhältnisses, nur eben ohne Arbeiterklasse. Die fehlt. Ne? Ansonsten ist alles da. Die andere Frage, nach der Frage, wie kann die Kritik die Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit reflektieren? Also wie kann
Kritik sich selber begreifen als ein nicht willkürlich an die Sache herangetragenes Geschmacksurteil. Ne? Ich meine, Adorno hat ja der Frage sein Lebenswerk gewidmet, ne? Und dass ich jetzt nicht in der Lage bin, weder geistig noch zeitlich hier zu reproduzieren, aber immerhin ist es so, ne, dass für ihn die Differenz zwischen Logik und Dialektik oder der Unterschied, der Berührungspunkt zwischen logischem Denken und negativer Dialektik des Kapitals, dass in diesem Bruchpunkt, in diesem Schnittpunkt sich das bildet, was als subjektive Erfahrung den Stachel von Erkenntnis ausmacht. Ne? Damit ist ja die Kritik, ne, gegen diese blöden Phrasen von dem Kritiker im Elfenbeinturm und mehr Besserwissen zur Genüge verteidigt. Ne? Damit wird sozusagen die Möglichkeit von Kritik ganz klassisch an dem Verhältnis von Zirkulationssphäre, wo Logik gilt, und Akkumulation, wo negative Dialektik gilt, in diesem Bruchpunkt wird sie genau situiert. Ne? Aus diesem Bruchpunkt, an diesem Setzungspunkt, daraus erwächst sie systematisch, und damit ist der Rationalisierungszwang undenkbarer Verhältnisse, der in der Form Theorie automatisch gesetzt ist, beseitigt. Ne? Also ich will jetzt nicht eine Diskussion anfangen, wie sich das im Einzelnen darstellt, etwa in der Krisisposition. Aber man muss sich selbst als Materialist davor schützen, sein eigenes bisschen Vernunft, was eventuell noch da sein sollte, in eine an sich widersinnige Sache, in eine, wie Marx sagt, verrückte Form, verrückt ist hier ernst zu nehmen, ne, in eine verrückte Form zu projizieren. Diese Projektionsleistung müssen wir selber in uns zurücknehmen. Wir müssen nicht immer so tun, als hätten wir alles verstanden. Weiteren Fragen wurden aus dem Publikum gestellt. Die erste Frage zielte auf das Emanzipations- und Sozialismusverständnis von Poston vor dem Hintergrund seiner Ausführungen zur abstrakten Arbeit. Die zweite Frage richtete sich ebenfalls an Poston. Ich vermisse häufig bei der Analyse des Kapitalismus die Theorie der Identität oder die Kraft von Identität. In Ihrem Buch kommt es vor, allerdings sehr kurz, also Sie sagen eben, dass also Ihre Theorie der Abspaltung einen Zugang zur Subjektivität eröffnet und zum Beispiel auch zu sozialen Bewegungen, wobei ich unsicher bin, ob Sie das auf Identitätsbewegungen beschränken oder allgemein so sehen würden. Jemand, der das geleistet hat, ist Frau-Dieter Scholz in Bezug auf das Geschlechterverhältnis in ihrem Aufsatz Der Wert der Mann in ihrem Buch Das Geschlechtskapitalismus, wo sie sagt, dass die Eigenschaften, die verwertbar sind, im Kapitalismus dem Mann zugeschrieben werden und die Eigenschaften, die im Verwertungsprozess nicht aufgehen, Frauen zugeschrieben werden, also sozusagen Geschlechter damit konstruiert werden. Mich würde einfach eine Einschätzung von Ihnen dieses Ansatzes interessieren. Sehr kurz. Dieser Begriff als Ausgangsbegriff von abstrakter Herrschaft sollte einen Ausgangspunkt bilden, um mindestens zwei Sachen in den Griff zu bekommen. Und eine ist diese Form der Wachstum und die andere ist Form der Produktion selber, des Arbeitsprozesses selber. Und dass diese zwei Sachen können nicht adäquat begreifen werden, würde ich behaupten, wenn man nur Besitzverhältnisse, Eigentumsverhältnisse anguckt. Das heißt, das soll logisch gesehen eine untergeordnete Rolle spielen, was diese Fragestellungen angeht. Die Frage von einem toten Hund zu treten, die Frage ist nicht,
welche, oder meiner Meinung nach, welche historische Möglichkeit existierte 1917, sondern was waren die Konsequenzen, dass man diese Form und vielleicht historisch notwendige Form des staatsgeforderten Akkumulation als Sozialismus jetzt dargestellt hat in der Welt. Und was waren die Konsequenzen diese, ich würde sagen, Ideologie für die Entwicklung sozialistischer Bewusstsein. Und wenn du sagst, ja, man muss von emanzipatorisch, man muss es ausführen und dann können wir sehen, ob es sozialistisch oder nicht, das kommt darauf an, weil sozialistisch sollte eigentlich der Aufhebung des Kapitalismus heißen. Das heißt, der Begriff des Sozialismus ändert sich mit der Veränderung in das Begriff des Kapitalismus. Die zwei sind untrennbar. Und nicht, dass man irgendwelche überhistorische Begriff von Sozialismus ist. Und damit ist man sicher, dass man alles anderes einfach bewerten kann. Ich kenne diese Arbeit, die vorher erwähnt war, über den Geschlechtskapitalismus. Ich kenne es nicht. Ich wollte nur damit sagen, dass solange es gibt mindestens in den USA, es gibt eine sehr verkürzte Verständnis von Kapitalismuskritik, und zwar es wird bezogen einfach auf Arbeiteridentität. Und deshalb andere Formen der Identität, ob man redet von Frauen oder ob man redet von African Americans oder von Gays und so weiter, wird aufgenommen, als ob es absolut nichts zu tun mit Entwicklung des kapitalistischen Gesellschafts. Das heißt, es ist nicht, dass man darauf beharrt, dass es notwendig ist, Vermittlungen zu finden zwischen Kapitalismus und diese verschiedenen Bewegungen, sondern sie werden betrachtet einfach als nichts miteinander zu tun zu haben, und es gibt Arbeiter hier und Frauen dort und Blacks hier und Gays dort. Und ich finde das eigentlich eine fatale Entwicklung, und ich finde, es wäre wichtig, wenn man konnte versuchen, mindestens verschiedene identitätsbezogene Bewegungen auch bezüglich Fragen von Kapital irgendwie anzufangen zu denken, zu vermitteln. Ich habe eine Frage zu Ihrem Vortrag. Sie haben mehrmals Bezug genommen auf all other societies. Also mich würde interessieren, worauf beziehen Sie sich da? Was meinen Sie damit konkret? Und vor allem dann auch in Bezug auf die Herrschaft der Zeit, also was da mit der Zeit passiert. Also Hintergrund der Frage ist sozusagen, ob Sie damit auch so eine romantische Verklärung von zyklischer Zeit meinen, was ich nicht annehme. Aber wenn Sie das nicht weiter ausführen, dann könnte man das vermuten. Oder auch eine romantische Sicht auf Gabengesellschaften. Für mich mindestens die zwei Teile deiner Frage hängen eng damit zusammen. Und zwar, wenn ich habe einfach so locker all other societies genannt. Ich habe gemeint, Gesellschaften zum Beispiel, die durch, wie sagt man, Kinship? Verwandtschaftsbeziehungen? Strukturiert sind. Und es ist nicht einfach, dass man dann Klassenverhältnisse anstatt Verwandtschaftsverhältnisse hat, sondern Klassenverhältnisse finden statt innerhalb einer Rahmen, die ganz anders konstituiert ist. Und ein Merkmal dieser Konstitution ist, was ich genannt habe, der Herrschaft der Zeit. Und das ist nicht nur eine Frage von cyclical and linear time, sondern dass die Zeit selber stellt eine Art von Zwang dar. Und das ist der ganze Begriff von Anfang schon im ersten Kapitel von gesellschaftlicher notwendiger Arbeitszeit. Das ist nicht nur eine beschreibende Kategorie, sondern es übt einen Zwang aus. Und die ganze Frage von der Dynamik wird aus diese ersten Bestimmungen langsam entfaltet. Und dass eine Gesellschaft eine immanente Dynamik hat,
ist schon ein Kennzeichen von Kapitalismus. Und es unterscheidet Kapitalismus von innerhalb dieser Interpretationsrahmen von jeder anderen Gesellschaftsform. Das heißt so, dass der Zeit und gesellschaftliche Verhältnisse oder beziehungsweise gesellschaftliche Verhältnisse werden vermittelt über diese neu konstituierte Form des abstrakten Zeites. Wir sind sehr weit von Revolutionstheorie entfernt. Sehr weit. Leider. Und ich meine, dass diese Frage, wie kann man Kapitalismus wertlos machen, hängt eng mit dieser Frage zusammen, die ein bisschen hier diskutiert wurde, in einem anderen Sinne. Was heißt Wert? Und das heißt, und was wäre die Abschaffung des Werts? Wie ist das denkbar? Ernst Lohhoff. Also erst einmal halte ich die theoretische Auseinandersetzung und die Erklärung des Kapitalismus eben schon mal für einen Teil oder einen Moment, auch vermittelt und notwendiges Moment von Aufhebungsbewegung, überhaupt die Verhältnisse kritikabel machen. Die Voraussetzung dafür, dass ich in dieser Gesellschaft irgendetwas tun könnte. Jetzt, wenn du von mir erwartest einen Verweis auf irgendwelche realen sozialen Bewegungen, die kann man als Theoretiker nicht schöpfen und sich nicht erfinden. Die gibt es halt nicht. Wir versuchen das halt auf unsere Weise als eine Vorleistung oder ein Moment dieser üblichen, indem wir eben diese Theorie betreiben. Ich halte es eben erstmal für das, was eben eine der Voraussetzungen ist. Und ich kann da keine befriedigende Antwort geben, aber das ist, denke ich, nicht ein Problem, das jetzt an mir und meinen Unfähigkeiten liegt, sondern an der Situation. Gestaltung der Sendung Stefan Griegert und Robert Zöchling. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.